Neben dem Trainieren unter dem Sattel wird auch an der Hand gearbeitet von Lehrern und Studenten. So, willkommen. Wie wir jetzt sehen, ist Bocke mit Daniel Kock ist jetzt hier auf der Bahn. Wir werden ein wenig unter dem Sattel arbeiten und Sie auch das ein oder andere lehren über die Arbeit an der Hand. Wir arbeiten darauf hin, das Pferd zu versammeln. Wir werden über mechanische Dinge sprechen. Wir gehen ein auf das Exterieur des Friesenpferdes und auch die Eigenschaften des Pferdes für die Dressur. Wer mit dem Friesenpferd schon etwas bekannt ist, der weiß das. Wir achten auf runde Form, ein starkes Hinterbein, um sich selbst nach vorne drücken zu können. Wir achten auf eine gute Beckenlage, um die Versammlung überhaupt möglich zu machen. Durch eine gute Beckenlage wird es für das Pferd in allen verschiedenen Disziplinen einfacher, sich selbst gut zu platzieren und in Balance zu präsentieren. Friesenpferde sind sehr groß, sehr vorwärts gebaut und relativ kompakt. Das Pferd zurückzuhalten oder zu bremsen ist möglich, wobei Friesen relativ schnell kurz im Hals sein. Dann behält man einen relativ kurzen Hals über und einen ziemlich langen Körper, bei dem die Hinterhand sehr spät, sehr weit hinten steht. Und wir wollen das Pferd also gerne versammeln und kompakt machen. Wie wir das machen, zeige ich Ihnen gleich. Sobald wir dann das Pferd ein wenig gesehen haben, beginnen wir mit dem Arbeiten an der Hand. Dabei können wir direkt auf den Körper eingehen. Für das Pferd ist es an der Hand auch einfacher, den Rücken anzuspannen und auch rund zu machen. Die Piaffe ist dafür natürlich eine sehr gute Übung. Man kann natürlich nicht jedes Pferd einfach nehmen und sagen, komm, das machen wir mal eben mit dir. Das Pferd muss gut in den Basistraining abgeschnitten haben und dann kann man damit langsam beginnen. Es ist nicht das Ziel, dass das Pferd sofort eine sehr gute Piaffe macht, sondern dass wir anständig trainieren können und wir letzten Endes Profit schlagen unter dem Sattel, dass das Pferd diese Übung gemacht hat. Wir nehmen erst eben einen Zirkel im Schritt, ein wenig Schulter herein in einem Zirkel. Da können wir jetzt schon daran arbeiten, ein bisschen die Muskeln zu lockern im unteren Rücken. Wir sehen eine kleine Form von Versammlung. Und das hat Einfluss auf die Hinterhand und den Rücken, das Becken. Stell ihn einmal da hin, dann kannst du ihn einmal Hals hauen. Mach mal da, so auf der Hälfte. Einmal stillstehen, machst du gut. Für die Menschen, die auf der anderen Seite sitzen, das Becken liegt hier. Und das Becken kann sich aufstellen und nach unten kippen. Die Friesen neigen dazu, eher ein wenig hoch zu stehen, weil die Hinterbeine hinten, was die Hinterbeine nach hinten drückt. Gut, so. Das Becken liegt hier, in dieser Position, das ist die Extensi, das ist die Flex. Gut so.
Wir wollen das Pferd etwas mehr in die Extensi zwingen, um das Hinterbein unter den Körper zu bekommen, während die Extensi-Position mehr dazu sorgt, dass die Hinterbeine hinter dem Körper stehen. So, dann machen wir die Piaf erst hier eben. Es ist nicht Sinn der Sache, dass das Pferd viel Hektik oder Stress erfährt. Wir möchten, dass das Pferd diese Übung entspannt ausführt. So, ja. Die Menschen, die jetzt hier sitzen, können sehr gut sehen, wie rund hier die Lage ist, wenn er eine gute Piaf macht. Sie sehen, dass das Becken ein wenig absackt. Sie sehen dann sehr deutlich von der halben in die Piaf, dass das Becken sich von der Extensi in die Flexi bewegt. Warum ist das so nützlich, wenn Sie in der Position diese Beckenhaltung trainieren und das Pferd daran sich gewöhnt und darin stark ist? Dann ist es sehr viel einfacher für das Pferd, eine versammelte Haltung anzunehmen und Sie können anfangen mit einem versammelten Körper im Pferd. Ja, das müssen wir eben belohnen, sehr gut so. Ist schon deutlich zu sehen, denke ich, dass das Pferd dies tut, weil es das kann und auch nicht, weil es bestraft wird oder Angst hat oder Stress hat. Wir bringen dem Pferd dies langsam bei, in kleinen Schritten. Dass wir langsam eine stets versammeltere Körperhaltung einnehmen können. Gehen wir ein bisschen weiter, ein bisschen Richtung Pressage. Ein wenig weiter nach vorne. Wenn wir zum Beispiel den Trab versammeln, so wie jetzt, in Richtung Passage, oder dann ist der Galopp zum Beispiel einfacher zu beginnen. Oh, das hast du gut gemacht, dann gibt es einen Keks. Guten Mittag. Guten Morgen. Gut gemacht. Sie können sich vorstellen, wenn Sie auf dem Pferd sitzen, dann muss das Pferd natürlich auch wieder Ihr eigenes Gewicht gegensteuern und dagegen drücken. Das ist also schwieriger als an der Hand. Darum bringen wir den Pferden dies auch lieber an der Hand bei, als unterm Sattel. Wir können dann die Bewegung etwas kleiner halten und uns auf die richtige Muskelanspannung konzentrieren. Oh, ja. Unser Höckerchen. Hat jemand unseren Hocker? Danke sehr. Wir bringen dem Pferd also im Prinzip bei, dass er von hinten nach vorne kurz wird. Wir können ihn vorne dann etwas länger lang halten. Das geht gerade noch gut hier. Auch darum scheint es mir ganz schön. Ein wenig in einem freien Galopp, in einem Arbeitsgalopp, in einem freien Galopp, wo er sich selber ein bisschen zum Ausdruck bringen kann, den sehen zu lassen. Ich bin nicht zwangsläufig ein Friesen-Fan. Ich habe schon relativ viele Friesen trainiert. Aber ich finde, das ist ein so schöner, natürlicher Galopp. Groß. Von Natur aus ein aktives Hinterbein. Wie versammeln wir diesen Galopp jetzt? Ohne, dass wir diesen Sprung verlieren. Und ohne, dass wir den Einsatz des Rückens verlieren. Da ist das Set. Da haben wir doch keine versammelte Galopp nodig. Natürlich nicht durch
Denn wir haben diesen versammelten Galopp manchmal doch, wir brauchen wir tatsächlich einfach manchmal. Wir möchten aber diese natürliche Veranlagung und diesen schönen Galopp nicht zerstören. Wir machen eben den Zirkel wieder kleiner. Nicht so viel bremsen, sondern einfach den Zirkel die Arbeit machen lassen. Das Pferd muss automatisch anders laufen, jetzt wo es sich dreht. Und jetzt ist die Hinterhand vor allem damit beschäftigt, weiter hinten den Antrieb zu liefern, wodurch es automatisch unter den Körper kommt. Und wir zwingen das Pferd in eine versammelte Position, indem wir den Zirkel reiten, den wir jetzt immer kleiner machen, statt ihm beizubringen, wie es die Füße halten muss. So, und hier versammelt er sich jetzt sehr schön von hinten. Das ist ein Thema mit Friesen, wo man wahnsinnig viel Zeit reinstecken muss. Wir sollten danach streben, dass das Pferd sich hinten verkürzt und hinten ins Tragen kommt und wir vorne die Möglichkeit haben, unseren Raum einzunehmen. Etwas anderes, das ich gerne noch mit euch teilen würde in Bezug auf das Trainieren von Friesen. Im Galopp haben Friesen extra viel Kraft nötig, um in die tragende Position zu kommen. Dadurch werden die Muskeln schnell sauer und der Herzschlag wird schnell höher, wodurch die Muskeln saurer werden. Und das kann das Pferd stressen und überbeanspruchen und darum müssen wir diese Übungen relativ kurz halten. Etwas mehr versammeln noch, ein bisschen mehr nach vorne und wieder rauslassen, ja. So, genau so und Schritt. Und dann laufen wir wieder eben ein bisschen im Schritt. Es war ein guter Lehrmoment für das Pferd, er versammelt ein wenig mehr. Wir können ihn etwas offener machen, ein bisschen aushalten und dann eben den Herzschlag wieder zur Ruhe kommen lassen, eben im Schritt. Und dann werden die Muskeln nicht so schnell übersäuert. Was ich oft sehe, ist, dass Pferde oft zu lang galoppieren. Wodurch Herzschlag zu hoch wird, die Muskeln nicht mehr genug Sauerstoff bekommen und es dem Pferd auch keinen Spaß mehr macht. Wenn Sie also Friesen trainieren, machen Sie das in sehr kurzen, in kurzen Intervallen, relativ viel Schritt zwischendurch, um ihn zur Ruhe kommen zu lassen wieder. Eine andere Art und Weise, auf die wir den Galopp versammeln können, machen wir hier bei der Loge eben vor. Dann benutzen wir jetzt den Piaf als Anlauf für einen versammelten Galopp. Wir sehen jetzt, dass er schon schön versammelt ist und sich vorne gut aufrichtet. Und dann kann er sehr schön starten und wieder zurückfallen in den Schritt. Gut belohnen. Und bevor das Pferd wieder in den großen, ausdrucksstarken Galopp fällt, stoppen wir das Ganze schon wieder, gehen zurück in den Schritt und belohnen ihn für die gemachten Schritte. Auf diese Art und Weise bringen wir ihm das gewünschte Verhalten gut bei. Mach nochmal auf der langen Seite da. Sehr gut. Ein bisschen die Piaf. Dann ist er versammelt. Vorne offen und in den Galopp und wieder zurück in den Schritt. Super. Dann in dem Moment bringt er direkt den Körper in die richtige Position. Und darum hat das Ganze natürlich sehr viel mehr Nutzen als 10 Minuten lang galoppieren, in der Hoffnung, irgendwann in diese Position zu kommen. Und belohnen, das Pferd tut, was ich von ihm will. Er bekommt direkt eine Antwort und eine Belohnung, einen positiven Impuls.
Das ist dreimal so schnell wie andere Möglichkeiten und auch dreimal so effektiv. Die Piaf kann nur gut funktionieren, wenn das Pferd gut vorne steht und auch gut mitdenkt. Darum galoppiere gleich nochmal aus der Piaf an und dann einfach in der Piaf nach vorne, bitte. Das ist die Koordination, die wir trainieren wollen. Das sind die Muskeln, die wir vor allem trainieren wollen. So, und jetzt eben nach vorne. Das ist der Trab, den wir natürlich auch wollen. Diese Reaktion ist, was wir uns wünschen. Und gleich an der langen Seite einmal wirklich nach vorne. Hoch nach oben. Da, das ist, was wir wollen. Sehr schön. Und dann wieder schließen. Und dann ist der Gedanke, dass wir wieder in die Piaf gehen. Dass wir nicht nur vorne, sondern auch hinten versammeln. Das war jetzt natürlich nicht mit Absicht, aber er hat sehr schön aus sich selbst diesen Übergang gebastelt. Das sollten wir also nicht bestrafen. Denn er weiß nicht zwangsläufig, dass wir das nicht trainieren wollen. Wir haben diesen Übergang eher trainiert in den letzten Wochen. Und darum strafen wir ihn nicht für eine Reaktion, die wir eher belohnt haben. Noch einmal aus dem Vorwärtsgalopp zurückversammeln. Das ist der Gedanke, versammeln im Galopp, dann Schritt und dann Piaf. Ja, sehr schön, super. Schließen. Gut, so jetzt in Schritt, Schritt und Piaf. Hinten. Sehr gut. Und offener Schritt. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir reiten vor, wir bremsen ein bisschen, dann kommt er ganz kurz in den versammelten Galopp und dann fällt er ein bisschen wieder nach vorne in den Schritt. Bevor er also komplett müde ist, gehen wir in den Stab und durch den Einsatz der Piaf fällt er nicht völlig auseinander wieder und bleiben wir ein wenig kürzer. Dadurch muss dann die Hinterhand wieder etwas mehr nach vorne und das ist der Einsatz der Piaf, der uns diese versammelte Position beibehalten lässt. Ist das ein bisschen deutlich, was ich gerade erzählt habe? Gibt es dazu Fragen? Ja, es gibt eine Frage. Sorry? Die Frage ist, was wenn das Pferd keine Piaf kann? Dann müssen wir dem Pferd Piaf beibringen. Am besten ist es, Piaf an der Hand zu lernen und zu trainieren. Wenn das aber wirklich nicht funktioniert oder das Pferd kann es einfach nicht, dann braucht man nicht zwangsläufig eine Piaf einzusetzen, sondern andere Tricks. Zum Beispiel können wir im freien Galopp gehen, dann schließen wir ihn, macht er gut, dann gehen wir direkt in den Schritt und dann in Übergang in den Trab. Also auch wieder zurück und kurz halten und immer vorwärts und folgen. Im Prinzip lernen wir dann das Gleiche. Ob es dann eine Piaf ist oder der Übergang in den Trab, ist nicht so wichtig. Vor allem hinten und nach vorne. Und die Hinterbeine wieder unter den Körper. Das Ziel ist, dass wir nicht immer einfach nur bremsen, 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 die Züge kürzer, kürzer, kürzer halten und das Pferd stressen, sondern auf eine andere Art und Weise in diese Position gelangen. Gibt es noch andere Fragen? Keine Fragen. Sehr schön. Dann gehen wir noch mal kurz in den Trab. Einmal einen Handwechsel, bitte. Für den Trab gilt natürlich das Gleiche. Wir müssen auch versammelt sein, wir müssen auch getragen sein. Die Kadenz ist wichtig.
Dafür muss das Pferd versammelt sein. Nicht nur durch Bremsen und Zurückziehen, sondern durch eine Zunahme von Impulsen, die das Pferd umsetzen muss in horizontale Antriebskraft. Dass das Pferd also nach hinten in den Boden tritt und die muss umgesetzt werden in vertikale Antriebskraft, dass das Pferd nach gerade in den Boden tritt und sich selber nach oben zu drücken. Der Fehler, den wir oft machen, ist zu sagen, dass wir keine Antriebskraft wollen, sondern Tragkraft. Wir wollen wohl Antriebskraft, nur nicht in der horizontalen, sondern lieber in der vertikalen. Wenn wir nämlich weniger Antrieb wollen, dann haben wir weniger Kraft im Pferd und reiten wir es irgendwann wieder zurück. Wir gehen also eben in den Trab. Mach mal so ein bisschen zurück, vor und zurück, ein bisschen. Ja, und wieder auffangen und wieder. Ja. Sagt also die ganze Zeit, geh der Vorderseite 10%, eben kurz warten. Und dann kriegt die Hinterhand wieder 20% mehr Impuls. Dies ist der Trab, gut. Und ein bisschen zurück, etwas höher. Ja, und dann jetzt wieder ein bisschen dabei und wieder zurück. Und jetzt, ohne dass er dabei, ja, sehr gut. Und weiter. Ja, das war ein sehr schönes Beispiel vom Zurückholen, Zurücknehmen, wieder ein bisschen vorwärts, zurücknehmen, wieder ein bisschen vorwärts. Und dann kommen wir in die Kadenz. Und dann darf er wieder nach vorne. Noch einmal. Zurücknehmen und ein bisschen nach vorne richten. Und weiter vorwärts. Wieder zurücknehmen. Und in die Kadenz. Ja, und wieder weiter vorwärts. Sehr gut. Und nochmal. Ja, gib ihm die Länge nochmal wieder zurück. Auch wenn er wieder ein bisschen laufen will. Und in den Trab auffangen und wieder vorwärts. Und wieder auffangen und eben in die Kadenz. Sehr gut, ja. Ja, gut. Und wieder weiter reiten. Super. Machen wir noch einmal diagonal im gestreckten Trab. Vor allem, wenn wir so viel versammeln, müssen wir auch eben noch einmal richtig nach vorne. Einmal richtig vorwärts. Gut. Dann gehen wir jetzt in den gestreckten Trab. Gut. Gut so. Das war gut. Und eigentlich wollen wir genau diese Impulse, die wir gerade auf der Länge in der Diagonalen gesehen haben, die wollen wir auch in der Passage sehen. Das ist natürlich sehr schwierig, weil wir dann mit kleinen Schritten uns beschäftigen. Und das ist so beim Arbeiten an der Hand, aber auch in diesem, bei dieser Arbeit. Das ist ein bisschen die Koordination hinten und auch in der Passage. Wir können auch einmal von zwei verschiedenen Seiten dem Ganzen jetzt hier entgegengehen. Von der Kadenz oder aus der Richtung der Kadenz oder der Piaf. Okay, einmal antraben bitte. Ja, ein bisschen weiter vorwärts. Aufrichten und in aller Ruhe. Gut. Ja. Schön, wie du das machst und wieder zurück. Und noch ein bisschen nach vorn.
Wir versuchen, den Moment einzufangen, an dem man denkt, nach vorne, aber eben noch nicht nach vorne gelaufen ist. Ja, ja, ja. Da stand ein anderes Pferd hin. Und wieder etwas zurück. Gut. Super. Und stopp. Sehr gut gemacht, Bocke. Schön ist natürlich auch, wenn Bocke es alles gut macht. Dann sage ich später mal, gut so, Bocki. Und dann kommt er schon mit seinem Kopf runter, um gestreichelt zu werden. So, dann jetzt einmal aus der Piaf. Dann haben wir die Beckenhaltung etwas mehr in der Versammlung. Das dürfte einfacher sein als die Kadanz in der Aufrechthaltung, aber etwas schwieriger im nach vorne laufen. Das läuft aber hier sehr gut. Mach mal auf der anderen Seite auch nochmal. Aber er hat hier gut sehen lassen, dass die Versammlung aus der Piaf etwas schneller und stärker passiert. Als in der Kadenz. Machen wir da gleich noch einmal. Schnell, bevor Bert uns aus der Manege wirft. Okay. Piaf. Gut und langsam nach vorne. Machen wir. Gut. Und in die Piaf. Und je weiter er nach vorne gehangen hat, desto mehr darf er auf einer Stelle laufen. Und ein bisschen weiter vorwärts. Super. So. Einmal streicheln. Ich höre gerade, dass unsere Zeit um ist. Ein Applaus für Danielle und Bock. Super, Bastian, direkt über das Pferd arbeiten an der Hand und unter dem Sattel. Bocke van Dijk, Mania Staate und Danielle Kok waren unsere Demonstranten heute. Mein großer Freund, ein großartiges Pferd und eine großartige Amazone. Bastian Derecht. Meine Damen und Herren, noch einmal klatschen für diese großartige Demonstration. Mit Daniel Kok und Bocke van Dijk Mania Staate durch Bastian Derecht. So, dann jetzt.